Ja, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt schon anderthalb Monate oder so nichts mehr hochgeladen und mache einfach mal dieses Video mit meinem Handy, weil ich habe keinen Bock jetzt da mich ans Mikro zu setzen und erkläre euch, warum ich jetzt so lange nichts mehr hochgeladen habe. Ich weiß, so ein Video ist eigentlich total sinnlos, weil es mich kennt ja keiner im Internet, aber ich habe trotzdem Bock, das irgendwie mal zu machen. Ich habe die letzten 2-3 Monate eigentlich fast gar nicht gespielt. Ich habe so viele Spiele, mein Schrank ist komplett voll, meine Steam-Bibliothek ist voll, mein Rechner auf dem aktuellen Stand und trotzdem habe ich einfach irgendwie keinen Bock auf Videospiele. Das Problem ist, dass mir im realen Leben, ihr kennt das ja, wenn man irgendwie einen Job hat zum Beispiel und dann macht man in diesem Job arbeiten und man macht da auch was gern, zum Beispiel, sag ich mal, wenn du jetzt Gärtner bist und dann Rasen mähst. Rasenmähen, jeder mäht gerne Rasen, das ist so eine der beliebtesten Sachen, die ein Gartentyp macht, weil das ist einfach, das ist spannender als jetzt immer nur auf den Stein rumzukloppen. So, aber wenn du jetzt ein Jahr lang nur als Rasenmäher von deinem Chef eingeteilt wirst, hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und das habe ich auch irgendwie im Gaming-Bereich. Es gibt ja einmal das Gaming und dann gibt es ja das reale Leben. Also was halt passiert, was man halt macht in seiner Freizeit. Und das Problem ist, die letzten anderthalb Jahre oder so habe ich nichts Nennenswertes gemacht, nichts Abwechslungsreiches. Es gab nichts in meinem Leben, wo ich die letzten anderthalb Jahre drauf zurückschauen kann und du sitzt im Prinzip sitze ich hier rum und mach nichts und erkläre ich auch noch warum. Jedenfalls erstmal darum, mir fehlt einfach die Abwechslung im realen Leben, um beim Gaming noch Spaß zu haben. Keine Ahnung, ob das einen Sinn ergibt, aber das ist ungefähr so das, was ich gerade fühle. Wenn ich mehr machen würde, auch meine Freizeitgestaltung, wenn mehr passieren würde, dann würde ich auch mehr zocken, weil es nicht immer nur das Gleiche wäre, ne? Weil die letzten anderthalb Jahre bestanden aus WASD, sag ich mal. Das ist halt ein bisschen schade. Ich weiß auch noch, mein Bruder, früher habe ich mit meinem Bruder so viel gezockt. Wir haben wirklich jeden Tag stundenlang irgendwelche Videospiele gespielt. Wir wussten schon gar nicht mehr, was wir zocken sollen. Wir haben da gesessen und waren deprimiert, weil wir keine Spiele mehr hatten. Wir haben alles schon gezockt und wir brauchten mal was Neues. Und ich weiß auch, früher, da hatte ich ein Problem mit meinem PC und da bin ich immer zu meinem Bruder gekommen. Heute ist es umgekehrt, wenn mein Bruder ein Problem mit seinem Rechner hat, kommt er zuerst zu mir. Zocken tut er auch kaum und das ist so, ich bin halt ein Teamplayer und ich brauche echt Leute zum Zocken. Wenn du denn mit deinem Bruder zockst du jeden Tag immer weiter und wie ein Verrückt und der zockt dann einfach nicht mehr und dann... Ja, dann ist da so, du sitzt dann da alleine und musst dann zocken. Und das hat mich auch so ein bisschen ausgelaugt. Das hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich nicht mehr so viel spiele, weil alleine spielen für mich kaum Spaß macht. Ich brauche echt Leute. Deswegen habe ich auch angefangen, mehr zu spielen als mein Kumpel Lenny und so, als die dann angefangen haben, mit mir zu zocken. Weil da hatte ich so ein Team, sage ich mal. Man war nicht alleine, man hat Spaß gehabt in PUBG, das war eine geile Zeit. Forest auch, aber Forest habe ich tatsächlich nur 4 Folgen gemacht. Ich habe ein Let's Play aufgenommen, aber das waren dann stundenlang und da hatte ich dann keinen Bock, das zu schneiden. Und ja, Uncut-Folgen, das ist ja auch irgendwie doof, das will sich ja auch keiner angucken. Ja, und... Wie gesagt, wenn du dann auch noch so die Spiele, die du geil findest, die spielt entweder kein anderer, zum Beispiel CSGO. Ich wäre ein CSGO Pro inzwischen, wenn ich Leute hätte, die mit mir das zocken. Aber die haben ja alle keinen Bock. CS ist kacke. PUBG funktioniert auch nur so, wie es Bock hat. Das geht einem auch auf den Sack irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Das ist so wegen Gaming jetzt gerade so mein Stand.
Ja, und im realen Leben läuft es halt auch nicht so. Also beruflich interessiert mich gerade gar nicht. Es geht gar nicht um Beruf, es geht um Privatleben. Es ist so, ich weiß nicht warum, also ob die Leute irgendwie ein Problem mit mir haben oder ob ich irgendwem was getan habe, aber irgendwie hat keiner Bock darauf, irgendwas mit mir zu machen. Also weiß ich nicht. Ich frage irgendwie jeden, den ich kenne, yo, hast du Bock schwimmen zu gehen? Hast du Bock grillen zu gehen? Hast du Bock irgendwas zu machen? Und alle sagen sie, nee, keine Zeit, keine Lust, keine Zeit. Im Prinzip hast du eine ganze Gruppe von Leuten, die eigentlich in Frage kämen, aber keinen Bock haben. Das ist auch irgendwie so ein Phänomen. Je besser die Zeit und das Wetter dazu geeignet ist, etwas zu machen, desto weniger haben die Leute, die ich kenne, Lust darauf. Zum Beispiel schwimmen gehen. Die Leute haben noch im Frühling alle gesagt, yo, also meine Leute, meine Freunde, meine Bekannten, Verwandten, alle Leute einfach. Mein ganzer Kreis. Früher, also im Frühling noch alle gelabert, ja, ich gehe bald, ja, im Sommer, da gehe ich schwimmen, jeden Woche, jeden Tag, dies, das, bla, so viel ich mag. Und jetzt ist halt im Prinzip Hochsommer 40 Grad, so einen heißen Sommer hatten wir schon lange nicht mehr. Und keiner hat Bock zu schwimmen. Ich frag meinen Kumpel, yo, hast du Bock zu schwimmen? Nee. Ich frag den anderen, yo, hast du Bock zu schwimmen? Er sagt ja, wir gehen an die wir gehen in den See, an den See baden. Und er hält seine Quallen rein, setzt sich ans Ufer und geht nicht rein, Digga. Er geht einfach nicht rein. Warum nicht? Nee. Ja, und auch so, man fragt die Leute, habt ihr Bock, habt ihr Bock? Und keiner hat Bock. Bei 40 Grad im Schatten, Alter, nichts kannst du besser machen als schwimmen. Ja, und das ist halt echt total nervig so, weil es einfach bei allen Sachen so ist, dass du im Prinzip am Ende alleine da sitzt. Es ist aber auch nicht mal, es soll jetzt nicht so ein Geschmolle sein, keiner macht was mit mir. Natürlich könnte ich die Dinge auch alleine machen, das wäre natürlich klar, aber weiß ich nicht, ich bin einfach ein Gemeinschaftsmensch. Ich brauche einfach Leute. Ich kann nicht alleine in eine Schwimmhalle gehen. Also ich meine, ich kann das schon, klar, aber weißt du, dann bist du da alleine und sitzt da und guckst dir die Leute an. Das ist doch auch scheiße, oder? Also man braucht doch echt jemanden irgendwie. Und es ist halt so, derzeit in keinem Bereich meines Lebens läuft es rund. Nicht? Also in der Liebe läuft's auf gar keinen Fall rund. Also ich meine, bei meinen Freunden, die haben halt auch alle irgendwie keinen Bock. Irgendwie weiß ich nicht, ob ich irgendwie einen Schaden habe oder so, dass keiner was mit mir zu tun haben will. Ja, beruflich ist es jetzt auch gerade so ein bisschen, könnte besser sein, sage ich mal. Irgendwie ist das alles so ein bisschen, mein Real Life ist gerade so ein bisschen lame irgendwie. Und deswegen macht es auch im Gaming-mäßig keine Lust mehr, weil, ne, das ist so, sitzt dann da und könntest spielen und es macht halt einfach irgendwie gar keinen Spaß mehr, so, keine Ahnung. Natürlich, wie gesagt, ich werde das auch immer wieder sagen, ich werde immer Gamer bleiben, ich werde immer weiter Videos auf diesem Kanal bringen. Ich brauche halt nur erstmal eine Pause. Ja, ich bin jetzt nächste Woche, bin ich jetzt eine Woche am Meer, mach Urlaub, das Wetter ist perfekt dazu geeignet. Ich hoffe, das wird am Meer auch noch so bleiben. Und ja, chill erstmal meine Eier und dann wollen wir mal gucken, ne? Vielleicht, also ich werd mal gucken, wie ich das so mache und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause. Ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, so wenn dann Winter wird, Oktober, November, Dezember, da fängt es dann an, da wird dann endlich wieder mehr kommen, weil da hat man ja, kann man ja eh nicht rausgehen. Ja. Jo, wie geht's euch? Hattet ihr auch schon mal so eine Phase? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat oder irgendwas gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann fickt euch. Bis zum nächsten Mal.